Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsnacks. Heute geht es um Excel und zwar die Grundlagen von Excel, wie man damit rechnet, die ersten Funktionen. Das kommt auch immer in Prüfungen vor, deshalb dieses Video. Viel Spaß! Grundlegend sind alle Tabellenkalkulationsprogramme erstmal gleich. Ihr habt Zellen. Die haben dann Namen, nämlich zum Beispiel hier A1, B1 wird hier auch markiert und da könnt ihr im Prinzip erstmal alles reinschreiben. Normalerweise kalkulieren heißt ja, dass man damit auch rechnet. Das heißt also normalerweise versucht man da Zahlen reinzuschreiben und kann damit Rechnungen erstellen. Damit kann man Datenbanken auch erstellen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Ich möchte euch heute, wie gesagt, grundlegende Sachen zeigen. Hier nur eine kurze Einführung und los geht es mit den Funktionen. Ich habe hier mal verschiedene Zellen schon mal ausgefüllt. Das können irgendwelche Zahlen sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Zellen A1 und B1 addieren möchte, mache ich das zum Beispiel so, indem ich sage, das ist 7. So, ist ja richtig. 3 plus 4 ist 7. Da muss ich eigentlich gar nicht für rechnen. Wenn ich jetzt aber möchte, dass das Programm das für mich macht, dann kann ich das folgendermaßen machen. Ich tippe in eine Zelle rein, zum Beispiel in die Zelle A2, Gleichheitszeichen, dafür, dass Excel oder LibreOffice weiß, aha, ich soll rechnen. So, und jetzt gebe ich zum Beispiel ein 3 plus 4. Drücke Enter und habe die 7 da. Machen wir mal mit allen, also 3 plus 4 ist gleich 3. Minus 4 ist gleich 3 mal 4, der Stern, ist gleich 3 geteilt durch 4. Bis dahin noch relativ einfach. So, hier nochmal, damit du die Formel sehen kannst, die du eingeben musst. Für die Summe ist gleich 3 plus 4 oder A1 plus B1. Für die Differenz ist gleich 3 minus 4 oder A1 minus B1. Für das Produkt ist gleich 3 mal 4 und für den Quotienten ist gleich 3 geteilt durch 4 oder die entsprechenden Zellzusammenhänge. Das kann ich auch anders machen, nämlich mit einem Zellbezug. Also ist gleich A1, jetzt seht ihr den blauen Rahmen hier, plus B1, hier seht ihr den roten Rahmen, Enter. Gleiches Ergebnis. Jetzt ist gleich A1 minus B1, Enter. Gleiches Ergebnis. Ist gleich A1 mal B1, Enter. Gleiches Ergebnis. Ist gleich A1 geteilt durch B1, Enter. Gleiches Ergebnis. Also ihr seht, Excel kann auch für mich rechnen. Ist ganz praktisch, oder? Also mit Zellbezug arbeiten erleichtert einem manchmal das Leben. So, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, den Mittelwert zu berechnen. Ist gleich. Und jetzt muss ich die Zellen A1 plus B1 plus C1 plus D1 nehmen, in Klammern, damit die erstmal zusammengerechnet werden und dann geteilt durch 4 rechnen, 4,5. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass ich eine Summenfunktion verwende. Also ist gleich Summe von, jetzt kann ich sogar die Maus zur Hilfe nehmen und markiere mir meine Zellen, Klammer zu. Ja, das heißt also im Prinzip Summe von A1 bis D1. Der Doppelpunkt heißt bis. Semikolon würde heißen A1 und D1 und Doppelpunkt heißt von bis. So, und jetzt muss ich das Ganze noch geteilt durch 4 rechnen. Zack, kommt das gleiche Ergebnis raus. Aber das Programm ist sogar so schlau, dass ich hingehen kann und eingebe ist gleich Mittelwert von A1 bis D1
und er rechnet mir das automatisch aus. Jetzt möchte ich euch noch drei andere Funktionen vorstellen, die häufiger mal abgefragt werden oder vorkommen, nämlich erstmal die Funktion Max von A1 bis D1. Das ist 6, das stimmt. Das Minimum, Min von A1 bis D1 ist 3, ist auch richtig. Und die Summe nochmal, die habe ich euch gerade eben schon im Mittelwert vorgestellt. Das ist die Funktion Summe, Klammer auf, A1 bis D1, Klammer zu. Und Enter ist 18. Ihr könnt die Summenfunktion natürlich auch mit den einzelnen Summen machen. Also ist gleich Summe von A1 Semikolon D, B1 Semikolon. Ihr könnt die Buchstaben auch klein schreiben. C1 Semikolon, D1 Semikolon, Enter. Und dann kommt auch 18 raus. Das war ein kurzer, schneller Überblick über Excel und Tabellenkalkulation. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und teile deinen Freunden das Video. Du kannst natürlich auch gerne einen Kommentar abgeben, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, was du dir noch wünschst. Und dann gucke ich, dass ich das in einem meiner nächsten Videos verarbeitet kriege. So, bis dahin sehen wir uns. Die Lernsnacks. Dankeschön, dass du zugeschaut hast.